Viel zu lange ist es her, dass ich zu euch sprechen durfte. Und fast genauso lange ist es her, dass die Mixed Martial Monkeys von sich hören haben lassen. Wisst ihr, manchmal muss man sich einfach zurückziehen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Die Leute stellten sich Fragen wie: Sind die Monkeys etwa weg? Hat diese Bande von Schwachsinnigen keine Lust mehr? Hat Darko das gesamte Budget aufgegessen? Oder hat Leo die Kamera zerstört? Die Antwort auf all diese Fragen ist natürlich nein. Vielmehr hat die lange Auszeit verschiedene Gründe. Urlaub, Arbeit am neuen Gym und wahrscheinlich eine große Portion Faulheit des Cutters. Verdammt, Markus, mach deine beschissene Arbeit. Wie auch immer, viel ist passiert, ein wenig davon zeigen wir euch heute. Viel Spaß! Wieder mal da aus, oder? Ja, ich bin einmal da, jetzt nochmal den Plan anschauen und ob alles ordnungsgemäß erledigt ist. Sonst muss ich den Bau stoppen hier. Deswegen, dafür, dass ich 8 Wochen nicht hier war, ich meine, es ist ja Sommer, man muss auch auf Urlaub ein bisschen. Schauen wir sich das mal an. So, Kollege, so arbeiten Sie. Deswegen habe ich lieber Gastarbeiter hier. Ja? Weil die unsere heimischen Leute, die machen gar nichts. Weißt du, wozu dieses Loch da oben ist, da, gell? Und Leute so mit Strohhalm. Was? Mit dem Strohhalm, Papierfussel und. Bauvorschrift, Paragraph 12. Danke. Ja. Danke. Der Lehrbuhr. Noch ein Raum. Warte, wir haben so viele Räume. Kann ich eigentlich meine Autoreifen hier bei euch lagern? Meine Winterreifen, ich habe keinen Platz. Gut, wann sind wir fertig mit der Baustelle? Ich schätze mal. Oktober. Oktober. Warum ist hier ein Geist? Wieso liegt eigentlich Stroh? Der ist kommt weg. Gut, machen wir. Was macht der Schutter? Ja. Ja, macht das gut. Ich gebe das weiter. Geh jetzt einmal mal Leberkäse essen. So in und in einer halben Stunde ist das weg. Da Markus. Wir können, ja? Wenn wir jetzt nur so wenig brauchen, oder auch da schon mit Clown deutlich aus. Oder 5 Minuten ist bis. Danke. Boah, ich hasse solche Leute. Das ist sicher so ein Raum mit 1000 Knöpfen, wenn du reingehst und so, du traust dich nichts anzufassen. Ich glaube, diese Räume kennt eh jeder. Wenn du reingehst, es vibriert alles, 1000 Lichter. Ich weiß nicht, wo du gearbeitet hast in deinem Leben, aber ich kenne sowas nicht. In den letzten paar Wochen, Darko, war ich ein bisschen faul mit Filmen, aber in Wirklichkeit sind ja viele Kämpfe gewesen. Ich glaub, außer deinem waren noch 5 andere Kämpfe, über die ich noch nicht geredet habe. Ich glaube, Roberto hat gekämpft, Katie, Michelle, Marco, Selim. Achso, ja, stimmt, das ist ja schon länger als ein Monat. Ja, so lange habe ich nichts gefilmt. Wirklich? Ja, stimmt. Oder? Der Selim, war echt ein cooler Kampf vom Selim. 5 Runden. Habe ich zugeschaut, habe ich nicht gefiebert. Markus, the champ is back. Was ist los? Wieso gehst du den ganzen Tag mit deinem Gürtel spazieren? Nein, ich hab nämlich meinen Gürtel verloren, weißt du? Und die Hose haltet nicht, also muss ich den Gürtel nehmen. Ich habe wirklich den anderen Gürtel in der Türkei vergessen. Somit trage ich jetzt das, ist ja wurscht, Hauptsache einen Gürtel, bis ich mir einen neuen kaufe. So, darf ich rein? Yes. Du warst noch nie da, gell? Nee, einer der wenigen, noch nicht der da. Noch nicht ich da hab's war. Vergessen, aber okay, ich war auch im Urlaub. Okay. Guten Morgen. Das ist unser Chefbauarbeiter. Normalerweise hat man immer Polen an da, wir haben Afghanen. Deswegen verzögert sich die Öffnung. Oh mein Gott, da passen ja 40 Autos rein. Hallo! Da wird wahrscheinlich der Käfig sein, gell? So genau. Das habe ich nur gesehen. So, aber diese Dimension habe ich jetzt nicht. Wow, das ist dann so der MMA-Brett. Das ist ja riesig.
Mutige Wampe. Trägst du den Gürtel, um deinen Bauch zu verstecken? Ja, jetzt sieht man meinen Bauch nicht mehr. Jetzt quillt es unten raus. So. Vielleicht musst du ihn unter dem T-Shirt tragen. Ey, film nur bis hier. Ab von hier, okay? Freu mich schon. Ich glaube, ich freue mich sogar am meisten drauf. Ich bin jetzt eigentlich der erste deutschsprachige Octagon Challenge Champion. Normalerweise gab es diese TV-Show nur in Tschechien, Slowakei. Die haben sich rausgelehnt nach Deutschland und ich bin der erste deutschsprachige Champion als Österreicher. Haben mich dort verlaufen. Das ist eine geile Sache in einer TV. Schaut euch die Show an, schaut euch den Kampf an. Das war, glaube ich, das Finale auch ein sehr attraktiver Kampf. Ja, 5x5. Gott sei Dank habe ich trainiert wie ein Monster. Ich habe wirklich trainiert wie ein Monster. Ich habe dann wirklich eine Stunde vorher mir gedacht, okay, ich werde das jetzt gescheit einteilen, obwohl ich noch nie 5x5 gekämpft habe. Ich habe gedacht, ich muss 2/3 der Schläge locker schlagen und einen hart. Es geht nicht anders, sonst kommst du da nicht durch. Und so habe ich es auch gemacht. Die Coaches von der Challenge waren schon vorher seine Trainer, besser gesagt. Und somit hat er eigentlich dann, wie er zurückgegangen ist, gleich mit den gleichen Trainer weitergemacht. Und ich war eigentlich nur als Gast dort, habe nur ein paar Wochen mit Stefan und Christian trainiert. Musste mich dann selber vorbereiten mit meinem eigenen Team. Öndar Altan Sultan, mit denen habe ich mich vorbereitet. Ja, ich bin mit meiner Räumerplatzfreundin hingegangen und die sind mit ihren UFC-Kader gekommen. Bei der UFC, Solic war in seiner Ecke. Hat unterschrieben bei der UFC? Er hat wirklich UFC, 4 UFC-Leute in seiner Ecke gehabt, also 3. Und ich bin gekommen mit Öndar von Mexiko-Platz, Altan von Räumerplatz und Sultan ist, wo wohnt der jetzt? Der wohnt, glaube ich, in Landstraße. Dann in so einer kleinen Veranstaltung 10.000 Zuschauer. Live-TV, Bild-TV, Hauptkampf gehabt. Hassan hat gut gekämpft. Sehr gut gekämpft, muss ich sagen. Er hat sich sehr gut vorbereitet. Ich glaube, er ist sogar unbesiegt gewesen, bis er gegen mich 8-0 hat er gehabt. Also 5 Amateurkämpfe, 3 Profi. Also die erste Runde ging an ihn. Da habe ich sehr beschissene Takedowns gemacht. Sehr beschissen, also wirklich katastrophal. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Zweite Runde war wieder knapp, aber da ich einen Takedown hatte, ich habe ihn einmal runtergekriegt. Gegen die Runde an mich, aber es war knapp, aber doch an mich, sicher. Und dritte, vierte, fünfte war meine. Somit habe ich dann eindeutig gewonnen. Das war nicht mal Split Decision, es war 3-0. Aber trotzdem gelernt, ich habe auch viele Fehler gemacht. Also diese Takedown-Eingänge, die wird man nie wieder so schlecht bei mir sehen. Double Excellium wird es mich nennen. Und es gibt ja auch eine Szene, wo ich ihm den Mundschutz rausschlage und ich ihm zurückgebe. Was wieder mein Fehler ist, weil es ist nicht mein Job, ihm den Mundschutz zu geben. Aber ich wollte halt so korrekt sein. Weil ich mir gedacht habe, hey, wir haben im gleichen Haus gelebt, einen Monat. Weißt du, ich hatte jetzt nicht unbedingt dieses feindselige Feeling gegenüber ihm. Aber habe ich ihm den Mundschutz aufgehoben. Hat er das für einen kurzen Moment ausgenutzt? Ja, ich nehme es ihm nicht persönlich, er ist auch jünger als ich. Was sagst du dazu, wenn wir offen haben, dass Hassan mal vorbeikommt auf ein Training? Ja, gerne. Er hat mich auch auf E-Mail letztens geschrieben, also er ist ein cooler Typ. Er hat gesagt, komm ins UFT Gym, er kann sogar bei ihm übernachten, er ist echt cool. Also ich werde ihm auch hier ins Heroes Gym einladen, soll auch mal kommen, wieso nicht? Oh, cool, dass er einen Titel gewonnen hat, dass einer von uns auch so international in so einer Liga, was den Titel mitnimmt, richtig cool von Selim, richtig geil. War ein geiler Kampf zum Anschauen. Ich freue mich aufs neue Gym. Das ist eine echt geile Sache und das wird uns in Österreich wieder mal 5 Schritte voraus geben. Los! Das ist geil. Das ist geil. Außerdem hätte ich fast die Ritsche ausgemacht jetzt beim Festhalten. Vorbereitung, ja, sehr gut. War viel unterwegs jetzt. Liverpool gewesen, Birmingham gewesen, Spanien gewesen. Selber ein bisschen entwickelt wieder. Und jetzt müssen wir das Ganze auf die Straßen bringen. Wir haben gesehen auf Instagram, du hast mit Leon Edwards trainiert. Ja, Mann. Wie? Wieso? Ja, ich war... Sehr ehrlich, ich habe Mixed Martial Monkeys Videos angeschaut und gesagt, hey, ich will den Schober haben. Ja. Ich war mit Mohamed Fakhreddin, der war das Doppelchef mit der Brave, der hat PFL unterschrieben. Und der hätte eigentlich PFL Cardiff gekämpft. Zwei mit ihm in Liverpool. Und wie in Liverpool war, hat mir Janik geschrieben, hey, komm Birmingham, mach mit dem Leon Sparring. So, was? Und ich so, Alter, fix. Und er hat also gesagt, ja, erste Chance ist an, mehr oder weniger, wenn das erste passt. Oder ob es passt oder nicht, so hin und her. Und dann bin ich hin, Samstag früh, 3 Runden gemacht mit ihm und hat super passt. Und war dann 5 Tage mit ihm, bevor er nach Amerika geflogen ist. Jeden Tag Training, haben insgesamt 3 Sparrings gemacht, also 9 Runden insgesamt.
Und das war richtig geil, richtig cool. Was dich gefreut, wer gewonnen hat? Alter, ich bin durch die Wohnung gehuft, ich hab geschrien, ich hab sicher die Nachbarn aufgeweckt, ich schwör. Weil mit der Kombination hat man eher nämlich so die Rippen ein bisschen anbrennt. Und ich denke mir so, Alter, ich hab's nämlich gesehen, wie es. Nach Runde 4, Ende Runde 4 habe ich mir gedacht so, fuck, Alter, fuck. Und er hat Knöchelverletzung gehabt vorher. Und bei Runde 2 ist er so kurz weggeknickt und da habe ich dann gemerkt, scheiße, er kommt nicht mehr mit körperlich wahrscheinlich ausgeschalten oder Kopf, irgendwas. Und dann Ende Runde 4 habe ich mir gedacht, fuck, das ist durch. Dann geht er aber raus, Runde 5 und ich sehe sein Verhalten so und denke mir, okay, nein, der ist noch da, der ist noch da. Und dann sehe ich, wie er so im Vorbereiten anfängt, weil genau das gleiche hat er bei mir nämlich auch gemacht. Und ich denke mir so, Alter, und dann, wenn ich denke mir so, das war so unreal, so keine Ahnung, voll schräg, Alter, richtig schräg. Das hat ein bisschen anstrengend, Leute. Ja, für ihn. Für mich auch ein bisschen. Ich schwitze, glaube ich, genauso viel, wie wenn ich normal trainieren würde. Aber ja, gehört dazu. Ich habe mir jetzt auch eine neue Brille angeschafft, die mich vor Schweiß schützen soll. Funktioniert? Funktioniert, ja. Gibt einen Augenschub. So, wenn du so 5 Tage vorher mit dem, so 5 Tage trainiert hast mit dem und dann wird der UFC-Champion und noch dazu so. Weil das keine Ahnung, schon surreal, ne? Voll arg irgendwie, voll geil. Richtig cool. So hatte jeder von uns ein bisschen zu kämpfen. Der eine kämpft sich durch die Vorbereitung und der andere kämpft sich zurück in den Ring. Und wie man unseren Alex kennt, macht einen auf Terminator. He is back. Daddy's home again. Yeah, time's close, I whittled them down. Stick it to them by sticking around. A gang online, Iwo Jima got one flag and a stick in the ground. Setting up shop. Think I got a message across. Came for the titles and press of the watch. We play at the levels of Letterman jocks. Pins on the jacket, a man's abundant. The point of the road was being and rugged. Hushing, I'm plotting no pants in London. The products are not being scared of some judgment. Gotta stay in the cut. Cut you off if you ain't making a cut. Couldn't tell you who the hell is behind us. You start to forget when you stay in the front of us up. Manche Kämpfer machen lange Pausen nach der großen Niederlage zum Beispiel. Bei dir war nicht, weil war Verletzung. Und das ist eh gut, weißt du, so Kopf. Sonst machst du nie lange Pausen. So musst du jetzt. Ja, ja. Um vielleicht zu besser zu werden, weißt du, ja, das ist ja auch. So bin ich ganz zufrieden mit Schlägen und so. Diese Amplitude und so mal. Ja. Ja? Wusste gar nicht. Nix. Wie vorher. Was war das? Weiß nicht. Das ist wie gruselig. Das war wie ein Vogel. Ja, bist du. Aber das ist ein Vogel. Wir haben einen Vogel im Gym. Fuck. We have a bird in the gym. Ich glaube, sie ist rein, da ist die Kiste. Deine. Fürs erste Mal war nicht schlecht. Ja, ich wusste eh, dass. Ja. Katie hat gekämpft. Katie hat mit einer coolen Submission gewonnen. Ich glaube, Amber hat sie den Kampf gefinisht. Richtig cool. Ja, dann haben wir Michi. Also ganz bevor du über Michi redest, was hast du dir gedacht, wie du zum ersten Mal gehört hast? Michi macht einen Boxkampf. Michi macht einen Boxkampf und der kämpft am selben Tag wie ich. Das habe ich am Kampftag erfahren. Welcher Michi sag ich zu? Das war meine erste Frage. Riesch, was unser Michi macht im Boxen? Warum? Ich meine, okay, eh cool, warum nicht? Aber okay. Und am Ende höre ich, er hat den Typen ausgenockt. Eiskalt. Kisic hat auch gekämpft. Marco Kisic hat gekämpft.
hat gegen einen sehr erfahrenen Stand-Up-Kämpfer in der ersten Runde gewonnen, hat dann seinen Rücken gehabt und ich glaube, er hat ihn einfach dann, also der Typ hat gut verteidigt, aber Kisic hat ihn halt die ganze Zeit geschlagen, hat ihn die ganze Zeit so gehauen, ich glaube 3 Minuten lang hat er ihn gehauen, dass der Ringrichter dann abgebrochen hat. Auch super. Roberto hat in einer anderen Gewichtsklasse wieder einen Titel gewonnen, das heißt, er ist Double Champ, Champ, dort bei Inferno FC, auch richtig cool, bei den 2 Gewichtsklassen. Ich werde es nicht glauben, was passiert ist. Ich bin hergekommen zum Filmen, Roberto zwingt mich mit zu trainieren. Yeah, it was 3 weeks after Alex's fight, I think. So we finished the camp with Alex, and I've been training always with him and always on the camp. And I was getting prepared also for my own fight, title fight in Inferno, 77 kilos. So I hold the championship in 74.5, that's super lightweight. And now, in a few weeks ago, I get the title also in 77. So you're the champ. And champ, yes. Like my opponent was from Ireland, a very young opponent and very talented. He was coming for a lot of knockouts, knocking people out right and left. And for sure, he will be a champion in this or in another organization very, very soon, because he has all the talent, all the strength, the speed, you know, agility. He's a new up-and-coming fighter. And I'm super glad to fight with him. It was an honor. Really, really good fighter to meet. Every fight is special. You know, it was a little bit coming from the last fight from Alex. You know, when unfortunately he got this injury. You know, we were a little bit down. You know, for this. So bring the fight against. You know, and a win for the whole team. You know, it's like get that back again and motivate ourselves. You know, one more time. To get back out there, you know, and recover from the injury and get back at it, you know, and like train hard again and achieve the goals that we want, you know. So I have a double pressure on myself to get this win, you know, like to bring this for the whole team, you know, bring this happiness of prove ourselves, you know, that what we're doing is the correct training and we train really hard, you know, to get to this level. Coming from South America, coming to Europe, competing here and get two belts is a good thing, you know, for me and for the team, you know. Yeah. You know, I went to the plan A, you know, the thing that I'm good at it. So we exchange some punches, some kicks, and then right away I shoot for the double leg. I get a takedown, we scramble on the ground, a good position on top. He was able to come up and I shoot again for a single double until we went down. And we get against the cage and I go around and I control the back and I get the rear naked choke from behind. So Mataleon was a good position to finish. It was in the first round, so I was lucky that the fight was not longer because my opponent was in a very good shape. Yeah. So, jetzt gibt es einmal einen Kuchen. Ich glaube, ich brauche ja Mittagspause. Du kriegst keinen Kuchen, du bist zu dicker. 2000 Quadratmeter zu kontrollieren und besichtigen, das kostet, das raubt Energie. Okay, dann gehen wir jetzt raus. Aha, Moment. Banovic. Happy Birthday to you. Das ist der Schober. Schober, ja. Das ist privat, ja. Dankeschön. Ich habe schon selber vergessen, dass ich Geburtstag habe heute und muss trotzdem arbeiten an meinem Tag. I think, yes, of course, the prime is in your 30s. But what I try to do here is to show to everybody that if you have a dream and you want to work hard for it, everybody can do it, you know? You can be 42 years old like me and step in and do hard things. You know, you cannot complain, you know? I'm with the best team in the world, you know, Rakic, Yudi, everybody, Michelle, Leo, everybody. And when you have guys like them, you surround yourself with good people,
man, you can do whatever you want. Motiviert von all diesen Kämpfen bekam der Cutter seinen Hintern doch noch hoch und begab sich zur Cagefight Series. Ich hab dich echt vermisst. Wir haben die alle vermisst. Ich sage, ich war sehr traurig, dass dein Kampf abgesagt ist. Na Alter, frag mich mal. Aber wenigstens war es ja nicht kurzfristig. In der Früh von der Abwage. Das ist ja aber gerade richtig noch. Ich weiter kämpfe Markus und so. Der Sohn ist ready. Besser denn je. Nach mehrfachen Anfragen vom Publikum habe ich wieder euren Lieblingscoach. Danke. Geht der Leo, der hat dich vermisst? Gut, bist nervös halt, was der immer vom Kampf, aber normal. Sie sehe eineinhalb Stunden circa noch, dann bin ich dran. Guter Gegner? Ja, sehr stark. Stärker als du? Nein. Okay, vielleicht körperlich, aber nicht technisch. Ist er schöner als du? Na, Mann. Okay, das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Das erste Mal, wo du in einem Video von uns warst, warst du noch kleiner als ich. Man wächst. Das ist gar nicht so lange her. So größer als ich schon. Jawohl! Hat Spaß gemacht. Und wie? Hopp! Super! Hey! Genau dieselben drei Leute habe ich immer mit bei Kneipenschläger. Da. Genau die drei. Und den, der holt uns raus aus dem Gefängnis. Ich hole ihn nirgendwo raus. Ich darf nicht den Kampf filmen, weil UFC Fight Pass hat es mir verboten. Okay, wir schauen über mein Handy. Ich stream, du filmst mein Handy. Das sind solche Pädagogen schlafen, das ist eine Frechheit. Chris, schön dich zu sehen. Was hat dich in schöner Österreich verschlagen? Ja, der Herr Schobo hat mich hergeholt zum Unterstützen. Bin ich auch gern dabei. Mein Prügelbruder. Duscher hat mega performt. Dritte Runde hat ihn zermittelt durch einen Rear Naked Choke. Und beide anderen Runden hat er auch komplett dominiert. Also wir sind richtig stolz auf ihn. Ja, ich konnte meinen Kampf. Du schaust sehr traurig aus. Nein, ich bin glücklich. Ich habe meinen Kampf in der dritten Runde gewonnen durch Rear Naked Choke. Ja, mein Gegner hat sich leider verletzt. Ich wünsche ihm gute Besserung. Mir geht's Gott sei Dank gut. Heute konnte ich den Sieg für mich entscheiden. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Zwar. Wieder von mir. Ich bin alles da, Hase baut. Nicht scheiße, ich habe alles hier reingesetzt. Aber du hast nichts verloren. Ich will dich. Kein Stress, du hast 15 Minuten Zeit, das funktioniert. Du wirst ihn mit der rechten treffen. Und sobald du ihn mit einer schönen, knackigen rechten getroffen hast, ist der schon gebrochen. Nicht auf eine Stücke reinlassen, immer wenn er kommt. Schöne, gerade, schnelle, explosive Hände. Genug hart mit nach der Schule. Ja, genau. Und hat schon Bock auf den Kampf, Jungs? Ja, auf jeden Fall. Es ist auch schwer, nun zuzuschauen oder in der Ecke mit dabei sein. Aber ja, heute unterstützen wir den Dominik und holen den Sieg nach Hause. Feuer frei.
schon wieder Memme und braucht den Arzt. Der Doktor. Der hat heute Morgen schon mit Rückenblockierung gekämpft. Sein Wirbelbruch auf Wort. Wirbelbruch haben. Heute Morgen schon. Okay, aber. Das muss man schauen. Ich sag. Ja, mit der Vorgeschichte kannst du mehr. Nein, den lassen wir jetzt aus. Ist wichtig, letztens war ein hart erarbeiteter Sieg. Heute waren ein paar Komplikationen im Vorfeld. Aber erste Runden, die ersten paar Minuten habe ich doch gut gehört. Dann hat der, ja, war ein wenig ein Ding, aber durchgezogen, Sieg ist Sieg. Und, und wirklich konstant lernen, weiterentwickeln, draufbleiben, aggressiver werden, härter werden. Und da ist noch alles da. Das ist das Einzige, was zählt. Sieg für Sieg holen, Erfahrung für Erfahrung holen und besser werden. Tag für Tag, Punkt aus. Wenn es da weh tut, dann sag's mal nach dem Kampf. Ja. Es interessiert mich gar nicht in der Pause, ob es da weh tut oder nicht. Entweder du hörst auf. Hast du gerade gesagt? Nein, er hat gesagt, er kriegt keine Luft, er kriegt keine Luft. Ich hab gedacht, der hat mir jetzt ein Nein, weil du mir nicht angeschaut hast. Entweder sagst du, hörst auf und wir auf das Handtuch oder du machst weiter. Dann ich selber, ich wollte das nur mitteilen. Ja, warum? Das interessiert mich ja nicht. Entweder machst du weiter oder nicht. Das what's up? What's up, monkey baby? Let's go! Ja, let's go! Keine Ausreden, kein Zurück und gehen wir. Und vor allem so, die Leute, die so jetzt mit, also von uns sind, vor allem mit dem Philipp auch. Und bis mein Bruder, dass er gekommen ist, gerne. Schon, da gibt's einfach, egal was passiert, gibt's keinen. Da ist nur immer. Ich hab da viel mehr Luft gekostet. Ich kann nicht atmen! Ich krieg keine Luft! So was! Ich bin so wie ein Lehrer.